Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit Thomas von PlayerGaddon. Und in der heutigen Folge wird mal wieder ein Epic Fight anstehen, aber bevor wir jetzt mit dem Epic Fight beginnen, werde ich einige Ankündigungen machen, zumindest eine, dass ich jetzt in einem neuen Clan bin namens Darkblade. Wir sind momentan auch nur drei drinne. Ja, mein Kumpel hat mich darum gebeten, ob ich in sein Clan kommen kann. Ich weiß, Shumi, ich wollte eigentlich mit Shumi einen Clan aufmachen, aber Clemens hatte mich schon vor langer Zeit gebeten, mit ihm ein Clan zu machen, und ich meine, es ist mein Kumpel. Und dann, ja, ich meine, was, also das soll jetzt nicht beleidigend klingen oder so, aber was habt ihr davon, wenn ich in eurem Clan bin? Denn ich finde es eigentlich viel schöner, mit Freunden so einen Clan zu machen oder so Klassenclans. Das sind eigentlich, das ist auch richtig geil, was ich so finde. Denn ich meine, es macht viel mehr Spaß, mit Leuten, die man kennt, zu clashen, als mit Leuten, die man nicht kennt, finde ich zumindest so. Und ja, Shumi, irgendwann können wir mal wieder einen Clan machen, aber im Moment bleibe ich hier und ich glaube auch nicht, dass der Clan lange hält. Sorry, Clemens. Aber ja, das muss immer gesagt werden. Und ich würde auch sagen, ich werde euch meine Truppen vorstellen, die ich in der heutigen Folge benutze. 25 Magier und 4 Golems auf Level 2. Eigentlich wollte ich ja noch ein paar Mauerbrecher mitnehmen, aber das habe ich ja anscheinend vergessen. Und in meiner Zauberspruchfabrik habe ich 5 Wutzauber Level 2 und 2 Heilzauber Level 4. Meine Heilzauber müsste ich bald mal upgraden, aber als nächstes werde ich den Golem auf 3 machen. Und ich würde auch mal sagen, ich werde die Gegnersuche wie immer überspringen. Also bis gleich. Hier hätten wir einen Gegner. Seit langem mal fetter Loot. Aber das Problem ist, wie soll ich... Ich glaube, ich weiß auch, wie ich das anstelle. Golem, 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 Golem. Ah, Mann. Magier. Magier. Ich glaube, so stelle ich das an. Das wird gar nicht gut aussehen, aber Versuch ist es ja wert, ein Versuch ist es wert. Damit ich den Loot wenigstens bekomme. Der Epic Fight sollte aber wenigstens gut aussehen. Deswegen sollte man versuchen, hier mindestens 50% zu holen, plus Rathaus. Die Golems da hinten, der scheint schon Damage ohne Ende zu schlucken. Hier werden wir mal einen Heilzauber hinsetzen und der war perfekt im Heilzauber drinne. Jetzt werden wir uns noch ein bisschen Dunkles snaggeln, da Dunkles, man kann Dunkles immer gebrauchen. Und ja, jetzt müssen wir gucken, was wir hier noch erreichen können. Hier vielleicht, hier ein Wutzauber, perfekt. 2 Golems jetzt im Rage-Spell. Beziehungsweise ein großer Golem und 2 Mini-Golems und mal gucken. Scheiße, ich habe vergessen, den Barbarenkönig zu zünden. Entschuldigung, dass ich Kraftausdruck verwendet habe. Es war ein schlimmer Kraftausdruck, aber ich muss jetzt darauf achten. Heilzauber. Heilzauber auf jeden Fall, da viele Magier sind. Mal gucken, wie viel wir noch von dieser Base erreichen können. 100% auf gar keinen Fall mehr. Wobei, hier lebt noch ein Golem. Wenn der jetzt richtig tankt. Oh, Alter, ich hätte fast vergessen, noch die Bogenschützenkönigin zu zünden. Aber Bogenschützenkönigin, ich hab's nicht vergessen. Auf jeden Fall, heute wird ein neues Projekt auf unserem Kanal folgen. Was es sein wird, werdet ihr um 17 Uhr erfahren. Ich sag euch, ich sag's nur so. Ihr könnt euch schon mal drauf freuen und es wird einigermaßen witzig sein. Zumindest das Ende. Der Anfang ist ein bisschen ungeplant, ach ja. Och joch, ja, aber ich werde versuchen, das Spiel zu meistern. Ihr kennt ja meine Spielskills, ich bin ja nie im Spiel so gut. So, mal gucken, nee, nach 100% wird das wahrscheinlich nicht. Wobei, ein Golem lebt noch und tankt auch schön und die Bogenschützenkönigin lebt auch noch und ein Magier. Und der Golem scheint noch... Ah, Scheibenkleister, es leben jetzt zu viele kleine Golems, aber wenn die jetzt richtig laufen, wenn die gut tanken, die Bogenschützenkönigin wird beschossen, die wird beschossen und wir schaffen es nicht. Wieso geht der Bogenschützenturm auch nicht auf die Mini-Golems? Ich verstehe. Moment mal, Clamburg. Wenn die Golems jetzt richtig tanken, dann haben wir 100% geholt im Epic Fight, was richtig geil wäre. Also eine schwache Base, würde ich mal sagen, ist es nicht, aber auch keine starke. 100%. Bam, Junge. 100% haben wir geholt im Epic Fight. Das sieht doch sehr nice aus, wenn man 100% holt. 335k Gold, 398k Elixier, 2800 Dunkles. Das rasiert doch mächtig, das rasiert doch mächtig. Und den Kampf teilen wir auch direkt mal. Wie macht der Zug Loot. So macht der Zug auf jeden Fall. Ich würde mich dann mal bedanken fürs Zuschauen. Und wenn ihr keine Epic Fight mehr Folge verpasst. Meine Grammatik ist jetzt am Arsch, ey.
Wenn ihr keine Epic Fight Folge mehr verpassen wollt, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und ja, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ich in der nächsten Epic Fight Folge mal angreifen kann. Darüber würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir Vorschläge macht, dann muss ich mir die nicht einmal selber raussuchen. Denn so viele Strategien gibt es nicht. Und ihr könnt mir ja mal witzige Strategien in die Kommentare schreiben. Ja, dann ciao, bis zum nächsten Mal.